Anno Domini, irgendwann im Jahre des Herrn. Es spielt auch keine Rolle. Die Pest wütet. Die Pest wütet und reißt Lebende in den Tod. Wir sind Pestdoktoren, die versuchen, das Reich wiederherzustellen, nachdem es zerfressen worden ist von Krankheit, Trauer und Leid. Das ist Pest. Das ist eine kleine Vorschau. Und wie das ist, das erzähle ich euch jetzt. Hey, hey, hey und hallo nochmal. Einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet. Schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt, eine kleine Spielevorschau samt Ersteindruck. Ich habe den Prototypen von Pesta, das neue Spiel von Arcona Games, die jetzt auch schon zum Beispiel das Dingsbuff of Rome gemacht haben. Ich wollte gerade sagen Foundation of Rome, oder das war ein anderes. Age of Rome war es. Von dem Autor, der aber auch schon sowas gemacht hat wie Small Star Empire oder Small Samurai Empire, Spiele, die meiner Meinung nach unterschätze, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und ja, jetzt, das hier ist alles andere als schmal. Ihr werdet es gleich sehen auf der anderen Kamera. Das ist gar nicht so einfach, alles einzufangen. Deshalb seht es mir bitte nach. Es hat eine riesige Tischpräsenz. Ich blende hier auch mal Bilder ein. Wir haben jetzt gestern die Erstpartie gehabt. Das ist jetzt ein Ersteindruck nach der Erstpartie, aber da sind die Eindrücke noch sehr, sehr frisch. Ich werde da mit Sicherheit auch noch mal im Hand am Brett was zu machen, aber hier schon mal ein kleiner Ersteindruck. Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie funktioniert das Spiel ganz grob. Ich mache jetzt keine komplette Regelübersicht, einfach mal aber nur ein bisschen, damit ihr ein Gefühl habt, was ist das Ganze, was mache ich hier und sage euch dann auch, wie unser Ersteindruck war. Das Spiel geht ungefähr, wir haben jetzt inklusive Regelerklärung knapp 2 Stunden gebraucht, zu viert gestern. Es ist für 2 bis 5 Spieler. Ob ich zu 5 spielen würde? Na, dazu vielleicht nochmal was im Fazit. Ich glaube, 3 und 4 ist schon so der Sweet Spot. 2 geht auch. Da werden halt ein paar Modifikationen auf dem Brett gemacht. Und ja, worum geht's erstmal bei Pest? Ich habe es gerade schon angeteasert. Wir sind hier in irgendeinem fiktiven Mittelalter-Setting. Einige Städte haben auch Namen, die kommen einem bekannt vor. Aber es ist, soweit ich das jetzt überblickt habe, ein fiktives Fantasy-Setting. So typisches Mittelalter, die Pest ist durch die Lande gezogen, hat das Volk dahin gerafft und wir sind jetzt so Pestdoktoren und wollen das Reich wieder errichten und wollen dabei eben Ruhm und Ehre für das Reich wiederherstellen. Und ja, das ist unser Ziel dabei. Und das machen wir über diverse Möglichkeiten. Wir spielen das Ganze über 3 Äras. Es gibt eben auch diese sogenannten Ära-Karten. Davon werden immer zufällig welche aufgedeckt. Also für jede Ära immer eine. Dadurch haben wir aber auch natürlich einen schönen Wiederspielwert. Und dann ziehen wir letztendlich mit unseren Pestdoktoren durch die Lande. Müssen halt unser Tableau aufbauen, also unser Reich, unser Dorf. Ich tue jetzt mal das Cover weg. Ihr wisst ja, worum es geht. Ich schalte mal rüber auf das Brett. Ich sagte auf das Brett. Das ist, ne? Also ihr seht hier, das ist nur ein Ausschnitt. Ich kriege die Kamera auch nicht weiter rausgezoomt. Das ist echt ein Wahnsinn, was das Teil für eine Tischpräsenz hat. Also das ist wirklich, machen wir es mal so einen Moment. Oh, wo sehen wir uns? Wo sehen wir uns? Wo sehen wir uns? Da sehen wir uns. Du sollst doch dahin. So. Ihr seht, also es ist wirklich nur ein Bruchteil des Bretts. Das ist wirklich schon, also Tischpräsenz. Ich habe euch Bilder eingeblendet. Ihr seht das. Hier in der Mitte ist die Hauptstadt des Reiches. Das ist ein netter Mechanismus für die Mehrheiten. Und dann ist es so, jetzt zoomen wir mal kurz ein bisschen ran, dass wir uns hier durch die Gegenden bewegen. Wir haben hier unsere Pestdoktoren. Das sind schöne Minis. Das ist wahrscheinlich irgendein Stretch Goal. Hier gibt es sie auch noch als so Holzfiguren. Auch die finde ich schon sehr, sehr hübsch. Und ja, das Ganze wird über 3 Äras gespielt. Ich sagte es schon. Und wenn wir halt dran sind, kommt als erstes immer, die sind hier an der Seite, eine Pest- und eine Aid-Phase. Auch diese Karten werden zufällig aufgedeckt. Und dann seht ihr es hier unten, sind so Symbole. Und die zeigen halt, wo werden Pestkranke gesetzt. Pestkranke, das sind hier diese grünen Miepel, die recht klein sind, passt aber auch dazu. Und das zeigt halt immer, wo werden die gesetzt. Hier zum Beispiel nur in kleinen Dörfern, wo Brot produziert wird und auf roten Straßen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, hier sind solche Symbole drauf, das ist jetzt nicht rot. Dann gibt es aber hier oben noch Städte, die sind rot und blau. Und das zeigt halt immer an, dann in jeder Phase, wann oder wie sich die Pest ausbreitet. Und das ist gar nicht mal so ohne, denn dann kommen wir jetzt mal zu unserem Spielertableau, auch ein
zentraler Kern des Spiels. Hier seht ihr das so, wir wischen mal durch die Lande. Das sehen wir hier, das ist unser Spielertableau. Und das hat auch schon einen sehr, sehr wichtigen Kern des Ganzen, denn ihr seht hier, Moment, so, hier seht ihr, das definiert unsere Aktion. Und wir haben, in der ersten Ära haben wir 2 zur Verfügung hier von unseren Workern. In der dritten Ära haben wir schon 3 zur Verfügung. Und in der letzten Ära, in der ersten Ära haben wir 3 zur Verfügung. In der ersten Ära haben wir 2 zur Verfügung. In der zweiten Ära haben wir 3 zur Verfügung. Und in der vierten Ära 4. So, für mich auch schon verbestet hier. Hier unten sehen wir, ich schiebe es jetzt mal wieder hoch, sehen wir, was wir an Ressourcen haben. Wir können maximal 5 Ressourcen haben. Das wird eben hier angezeigt. Es gibt Herbs. Nein, das ist nicht von Two and a Half Men. Das sind Kräuter, um zu heilen. Wir haben Münzen, die werden immer als Joker verwendet. Es gibt Brot, damit müssen wir die Bedürftigen füttern. Stein, das ist zum Bauen relevant. Und Holz dann auch noch. So, und es hat einen ganz interessanten Mechanismus. Wenn die Runde anfängt, dann haben wir hier eben unsere Worker zur Verfügung. Und dann haben wir hier so ein kleines Aktionsgrid. Das heißt, wir können forschen. Forschung, dafür gibt es Forschungskarten, das ist so ein bisschen Engine Building, die verbessern unsere Aktion, geben uns teilweise Special Actions, sind auch alle sehr, sehr cool thematisch gehalten, alles also wirklich hier passend dazu, Adrenalin Shot, Plague Expert, Breathing Apparats, also wirklich auch sehr, sehr cool, der Autopsieraum. Alles auch ein bisschen morbide, also passend zu dem ganzen Thema. Und die können wir uns über diese Wissenschaftsfiolen holen. Auch das ist noch eine Art Rohstoff, wenn man so möchte. Die sind auch dann mitunter Siegpunkte wert. Und die werden dann hier an der Seite, werden die halt bei uns reingebaut. Auch das ist ein ganz cleverer Mechanismus. Wir können immer nur 3 Stück an der Zahl haben. So, die werden dann hier an der Seite reingebaut. Wenn ich irgendwann sage, okay, ich möchte aber einen überbauen, dann fliegt der raus zum Beispiel, den ich überbauen möchte, fliegt ganz raus. Aber in dem Moment bekomme ich halt auch die Siegpunkte dafür. Das ist also auch ganz clever gelöst, dass man sich überlegen kann, okay, vielleicht möchte ich hier immer eine hohe Fluktuation haben, um die Sachen rauszuschmeißen. So, und ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, wie funktioniert das Ganze hier jetzt. Ich muss meine Miepe, die ich habe, hier irgendwo in diesem Grid platzieren und triggere dann diese 2 Aktionen, die dem zuordnet sind. Also stelle ich mich zum Beispiel hier hin, dann wird entsprechend die von der Seite getriggert, wo ich stehe, und von oben. Also hier wäre dann jetzt diese Nachforschung, ich habe es gerade gesagt, das müsst ihr dann mit diesen Wissenschaftsfläschchen bezahlen. Und hier oben, das heißt eben, dass ich ernte. Und dann schauen wir auf unserem Tableau, was haben wir schon für Gebäude gebaut. Denn das ist auch ganz interessant, wir müssen eben sehr viel Gebäude bauen. Wir haben ein Startgebäude, das ist unsere Startburg, die ich jetzt gerade tatsächlich nicht finde, weil wir haben gestern gespielt, das ist noch der Aufbau, das ist die Startburg. Die wird am Anfang, haben wir hier oben haben wir auf der Map, haben wir halt vorgegebene Startplätze. Da zieht man halt so ein A, B, C, D, je nach Spielanzahl. Und da hat man dann Möglichkeiten, wo man sich platziert. Das ist auf jeden Fall die Startburg. Da wird dann auch schon, je nachdem, wo man sich platziert, das ist auch ganz clever gelöst. Ihr seht ja, hier sind diese Ressourcensymbole drauf. Und wenn ich da Gebäude reinbaue, also angenommen jetzt, ich hätte hier so ein Gebäude drin. So, Moment, das hat man nicht gesehen. Wir machen es mal hier. Ich hätte hier ein Gebäude drin. Dann hat das folgende Aktion. Zum einen, ich werde dann mir aus den Ressourcen, werde ich mir, weil wir sehen, es ist ein Stein zugeordnet und ich habe das Gebäude hier weggebaut. Dann lege ich hier jetzt einen Stein rein und fortan kann ich hier Leute reinsetzen, um dann eben in der Produktionsphase Steine zu produzieren. Wir haben, ich habe es gerade gesagt, eine Burg schon am Anfang, sodass wir dann auch zum Beispiel, weiß nicht, die ist hier oben. Wenn wir die halt schon am Anfang platzieren, setzen wir hier noch ein Herb rein. Das heißt, wir platzieren auch Herbs. So, und das ist durchaus wichtig, weil wir bekommen nur so Ressourcen, entweder eben, wenn wir so eine Produktion machen, oder, auch das ist relevant, und da kommen wir mal zu dem zweiten hier, das hier ist Movement, wenn wir unseren Pestdoktor bewegen. Unser Pestdoktor darf sich immer über diese Straßen und Gegenden, so, wir suchen mal wieder raus, darf der sich immer 2 Felder bewegen. Wir haben die Möglichkeit über diese Wissenschaftsdinger, dass wir die einmalig einsetzen können, um mehr Movement zu machen. Es gibt hier aber auch in Sachen, die wir erforschen können, mitunter Möglichkeiten, dass sie sich mehr bewegen dürfen. So, und dann bewegen wir uns letztendlich durch die Lande, immer von Ort zu Ort. Und da, wo ich stehen bleibe, bekommt der Pestdoktor dann auch diese Ressource. Das heißt, aha, ein Brot, ich würde jetzt also mein Brot um 1 hochschieben. Das ist im Endeffekt auch schon die Movement-Aktion. Jetzt kommt aber noch ein Aber, und das ist ein zentraler Kern des Spiels, dass wir dann als Pestdoktor, wir müssen immer Pestkranke aufnehmen. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich gleich nochmal.
Prinzipiell, aber dass ihr das schon mal so gehört habt. Das hier, diese Aktion, die ist Production. Production bedeutet, okay, ich gucke, dass ich ein Gebäude baue und ein Gebäude baue ich da, wo ich bin oder wo ich ein Lager habe. Es gibt auch noch diese Lager-Tokens, die sind ganz gut, die kann ich abwerfen, die helfen mir. Und wenn ich hier eins abgeworfen hätte, dann kann ich mich weiter bewegen zwar, aber das Lager-Token bleibt hier und entweder, wenn Pestkranke kommen, wird das entfernt, aber ich kriege keine negativen Dinge oder ich kann da dann, selbst wenn mein Pestdoktor nicht da ist, bauen. Kann also auch ganz smart sein. Und dann schaue ich halt, ihr seht hier unten, seht ihr, was für Ressourcen ich brauche. Das ist immer Stein und oder Holz. Oder, ich habe es jetzt hier weggeschoben, ich kann auch an der Stadt bauen. Da gibt es auch eine Leiste, die seht ihr jetzt nicht, weil, wie gesagt, es ist hier sehr, sehr voll. Das ist hier oben. Man kann es erahnen vielleicht. Nein, kann man nicht. So, Moment, ich schalte mal um. So, hier oben. Nein, ihr könnt es nicht erahnen. Kriege ich das Ganze irgendwie geschoben. Also es ist, wie gesagt, Tischpräsenz. Eieiei. Hier oben seht ihr es, genau. Hier habt ihr auch die Möglichkeiten, dass ihr an der Stadt baut. Da gibt es diese Teile für. Und die kann ich dann auch und dann setze ich die hier hin und dann bekomme ich halt auch gewisse Boni dafür. Und was noch hinzukommt, ich habe dann eben die Möglichkeit, auch hier nochmal Sachen abzugreifen. Hier liegen dann im Laufe des Spiels auch Sachen drumherum. Das ist aber, ja, eine Nebensache. So, das ist im Endeffekt das Bauen. Das heißt, ich baue entweder hier was, um meine Produktion zu verstärken. Hier sind dann auch bessere Gebäude, wo ich mehr Ressourcen bekomme oder wo ich automatisch was bekomme, ohne dass ich da Leute drin haben muss. Warum die Leute wichtig sind, kommen wir nämlich jetzt zu. Wir haben hier, ich zoome jetzt mal. Hier haben wir nämlich eine Assign-Action. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt des Spiels. Denn ihr habt es ja gesehen, es gibt viele, viele von diesen kleinen grünen Miepel. Und das sind einfache Dorfbewohner, die halt eben verpestet sind, die krank sind. Und das ist gar nicht so ohne, denn die, ihr seht es hier jetzt mal. So, Moment, ich schiebe mal wieder ein bisschen rüber. Wir schieben hier die ganze Zeit fröhlich hin und her. Die können sowohl auf Dörfern stehen, als aber auch auf Straßen. Das ist ja hier mit diesen Symbolen gezeigt. So, und immer wenn unser Pestdoktor da dran vorbeigeht, dann muss er als Ressource Brot abgeben, um die Armen zu füttern. Auf der Straße muss ich immer ein Pro abgeben. In der Stadt ist der erste umsonst. Und für alle anderen muss ich dann, also die haben quasi so eine Art Grundversorgung, und für die anderen muss ich dann aber auch schon Brot abgeben. Also hier bei dreien müsste ich zwei Brot abgeben, hier bei der Straße muss ich direkt zwei Brot abgeben. Und ich muss das machen. Wenn ich das nicht kann, weil ich die Ressource nicht habe, dann kann ich diesen Move nicht machen. Dann bin ich nicht in der Lage, das Volk würde mich... Nein, ihr wisst schon. Geht einfach nicht. Da muss ich woanders lang gehen. Warum hole ich mir die? A, weil ich sie heilen möchte. B, weil Geheilte mir sehr, sehr stark bei Dingen helfen. So, und das ist nämlich diese Assign-Action. Denn, angenommen, ich hätte jetzt genug Brot, dass ich mir die alle hier hole, dann werden die auf meinem Tableau gelegt. Aber, und auch das ist nicht ohne, wir haben hier nämlich folgende Sachen. Wir haben hier erst hier oben, ich zoome nochmal ran, nicht weg. So, Moment. So. Wir haben hier oben die Quarantäne, da ist Platz für 3 Stück, die da reinkommen. So. Und dann, wenn wir aber noch mehr bekommen, dann haben wir schon mal ein Problem. Denn dann müssen wir hier reingehen. Hier gibt es auch welche oder hier unten. Und das sorgt dafür, dass die Kranken unser Lager überfluten. Unsere Aktionen werden schwächer, die wir ausnutzen. Wir können weniger Ressourcen storen. Das ist schon echt fies und blockt uns schon. Also deshalb sollte immer überlegen, wie mache ich das. Und wenn das alles voll ist und ich trotzdem welche kriege, dann kommen sie hier auf den Friedhof und sterben direkt und sind nach jeder Runde generieren sie Minuspunkte. Also nicht nur am Ende des Spiels, sondern ans Ende der Runde, und die kriegt man nicht mehr weg, weil tot ist tot. Ist so. So, wenn ich aber in der Lage bin, so das Assign haben wir hier, dass ich die zum Beispiel hier schon von mir aus in der Quarantäne habe, oder anders hier rumliegen habe oder whatever. Und ich habe, ihr seht es hier oben, eine Leiste mit Siegpunkten. Dann habe ich, zum Assign komme ich dann gleich, ich mache einen kurzen Sprung, damit ihr das seht, habe ich hier ja auch noch die Möglichkeit, Moment, wo haben wir es jetzt? So. Ich habe ja hier auch noch die Aktion Cure. Und Cure und Assign hängt schon irgendwie zusammen, denn damit ich die assignen kann, muss ich die erstmal heilen. So, und dann brauche ich halt, das seht ihr hier oben, seht ihr diese Leiste, und da sind eben auch diese grünen Rohstoffe, das sind die Herbs, also die Kräuter. Und die sind dann entsprechend relevant, damit ich sage, okay, ich habe jetzt hier 3 Leute in der Quarantäne, ich habe hier vielleicht gerade meine 3 Herbs, so, gebe die aus, das wird nachher teurer, und dann kann ich die hier oben hinschieben.
So, und dann sind es geheilte Bürger, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist wichtig, denn zum einen generiert das eine ganze Menge an Siegpunkten, zum anderen aber auch kann ich dann über diese Assign-Aktion die nutzen, damit sie für mich arbeitet. Entweder ich kann halt für ein Assign, und das ist ganz schön, das Assign selber kostet außer einer Aktion halt nichts. Oh, Moment. Na, wir räumen hier die Stadt ab, ich sag's euch. Das heißt, wir können dann über das Assign, können wir die entweder hier in gebaute Gebäude setzen und dann produziert es erst Sachen für uns. Also wir brauchen da wirklich auch Leute, die die Produktion anfeuern. Wir lassen die hier stehen für Siegpunkte und dass die uns halt Wissenschaft generieren, weil dann arbeiten sie in den Laboren, wenn wir halt eine Production-Aktion machen. Oder aber auch, was wir ebenso noch machen können. So, und jetzt zoomen wir mal wieder weg. So, ich habe es ja hier gezeigt. Ihr habt hier die Stadt. Ihr seht hier, das sind verschiedene farbliche Bereiche. Das steht für die Spielerfarbe. Das Teil, das ist halt einfach so ein Kickstarter-Goodie. Sieht schön aus. Ist aber, man muss dann natürlich immer wieder gucken, wo was ist. So, und angenommen, wir machen es jetzt einfach mal hier. Ist mein weißer Bereich. Und dann kann ich über Assign auch sagen, wenn ich die hier oben drin habe. Ich assigne die in die Stadt rein, dann sind sie quasi im Rat der Stadt für mich, geben mir ihre Stimmen und es gibt am Ende einer Runde gibt es immer die City Face und da wird geguckt, wer, wie, wo, was die meisten hat und dann gibt es dafür auch nochmal Belohnung. Also gar nicht mal so ohne. Das ist das Assign und deshalb ist es auch immer wieder relevant, abzuwägen, will ich die hier oben drin lassen für Siegpunkte, will ich die natürlich hier rein assignen, damit die halt meine Produktion ankurbeln. Oder will ich die sogar in die Stadt schicken, damit sie mir halt eben Einfluss geben und ich hier entsprechende Vorteile habe. Da gibt es dann Sachen für die Rufleiste, die da drüben ist. Die Rufleiste ist auch noch für die Initiative und alles gut. Oder. Also ihr seht verschiedenste Möglichkeiten. Dann wird im Endeffekt halt gespielt, bis alle ihre Miepel platziert haben. Wie gesagt, es werden immer mehr. Erst zwei, dann drei, dann vier. Und dann steht die Pest wieder vor der Tür. Dann wird halt wieder eine neue Pestkarte gezogen. Und dann kommt für die vorherige Runde hat man aber auch noch eine Aid-Karte und auch die Aid-Karte ist sehr hilfreich, denn die sorgt dafür, die werden auch immer so übereinander gebaut und hier seht ihr es, dass die Pfeile nach unten zeigen und da wird geschaut, wer auf der Einflussleiste, die ist hier drüben auch noch, die seht ihr jetzt nicht, Moment, schiebe ich das mal rüber, so, da hier ist die Einflussleiste, so, ihr seht, es ist ein bisschen chaotisch, es ist wirklich riesig, weil ich habe es gerade geschoben, ich Bratwurst, hier seht ihr auch noch die Einflussleiste und die gehen wir auch hoch, die bestimmt die Initiative, die gibt uns sofort Boni und dann seht ihr hier rüber, über die Pfeile, wer der Erste ist, der kriegt was, das ist besser. Alle anderen und der Letzte, der kriegt auch noch was, was meistens aber eher schlechter ist, je nachdem. Und in der Mitte, die kriegen auch was. Das wird dann auch noch so ein bisschen darüber definiert. So, das dann dazu. So, wir gehen mal wieder zu mir rüber. Ihr seht, das ist eine ganze Menge und das ist wirklich nur ein Schnelldurchlauf, um euch ein kleines Gefühl dessen zu geben, was man überhaupt macht. Der Mechanismus, dass ich immer wieder gucken muss, wie stelle ich was wohin? Denn wenn ich bei einem Platz stehe, das machen wir nochmal auf anderen Kamera, wenn ich hier auf einem Platz stehe, zum Beispiel, ich sage jetzt, okay, ich will die unbedingt Produktion und ich will was researchen, dann ist der Platz bis zum Ende der Ära oder bis zum Ende der Runde auch geblockt. Das heißt, ich muss mir natürlich überlegen, verdammt, ich will nochmal produzieren eigentlich vielleicht, aber das kann ich jetzt nur noch in Kombination mit Assign und Cure machen. Aber vielleicht habe ich hier gerade gar keine, die ich heilen muss. Dann muss ich eine Aktion verfallen lassen. Ist auch blöd. Will mich bewegen. Aber eigentlich würde ich jetzt die Runde gerne bewegen und produzieren. Das geht aber nicht, weil die hier in derselben Reihe sind. Also muss ich überlegen, wie kriege ich hier eine sinnvolle Aktion hin? Und das immer pro Runde. Dann werden die abgeräumt. Dann hat man aber nach einer Ära kommt ja der Dritte dazu. Wir haben mehr Möglichkeiten, aber es wird auch voller. Und. Ich muss überlegen, will ich mehr aufs Bauen gehen? Will ich mehr auf die schnellen Siegpunkte gehen? Weil ich halt anfange, bei der Stadt oben zu produzieren und die Türme draufzusetzen, damit die Stadt größer und pompöser wird. Und ihr seht das, die werden dann richtig schön da drauf gebaut. Dann gibt es hier noch so einen Tempel. Und auch das muss ich immer wieder abwägen. Und was uns aufgefallen ist, was ganz, ganz spannend ist, ich zoome jetzt hier nochmal ran. Was ganz, ganz spannend ist, wie gesagt, sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus, das Brett, weil ich ein paar Mal was weggewischt habe. Es kommen ja pro Runde kommen immer mehr Leute aufs Brett, die halt einfach krank sind. So, und die blockieren Straße. Und während man in den ersten Runden, in der ersten Ära sich noch denkt, wow, okay, ich möchte Leute haben, weil ich möchte ja auf mein Brett bekommen. Ich muss Leute ja heilen, um wirklich dann hier oben reinzukommen, um die Leute dann zu assignen. Dann wird das von Runde zu Runde, wird das durchaus biestiger.
Was auch noch sehr, sehr cool ist, hier ist übrigens auch eine schöne Player-Aid dabei, die auch nochmal übersichtlich die Aktionen zeigt und hier auch nochmal alles schön zusammenfasst. Was auch nochmal kurz am Rande erwähnt wird, es gibt drei Arten von Städten. Es gibt die kleinen Dörfer, es gibt die Städte und es gibt die großen Metropolen. Die werden auch hier gezeigt durch so 1, 2, 3. Und auch das ist ganz interessant, denn in den... Hier haben wir einen Zweier, so Moment, hier haben wir zum Beispiel einen Einser hier oben. Hier kann nur ein Gebäude von einem Spieler drin stehen. Zack, bin ich da drin, kriege ich einen Einfluss, gut für die Einflussleiste, fein. So, hier können zwei Gebäude drin stehen. Ich kann aber immer nur in jeder Stadt eins haben, aber hier kann sich noch ein anderer Spieler reinstellen. Zack, baut er auch hier was rein. Ist ganz gut, denn zum einen natürlich kriege ich dann aber weniger Einfluss. Ich kriege immer Einfluss minus Gebäude, die da schon stehen, gemessen halt, wie viele reinpassen können. Dann wird es weniger, aber ich kann mich zumindest platzieren, kriege halt meine Punkte dadurch, kann hier auf der Einflussleiste hochgehen. Und auch hier entsteht immer ein Hauen und Stechen. Und irgendwann hat man plötzlich die Situation, dass ich mit meinem Pestdoktor sehe, oh, da ist doch was frei, das ist ein Zweier, da kann ich noch hin. Und ich denke mir, geil, geil, geil. Und dann stehen aber plötzlich hier lauter Pestkranke. Ich denke mir, scheiße, die muss ich jetzt mit drei Brot bezahlen. Ich habe aber keine drei Brot. Oh Mann, ich komme nicht anderweitig dahin. Und das bringt meiner Meinung nach diese Thematik der Pest über die ganze Äras, bringt das thematisch sehr, sehr geil rüber, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, es spitzt sich immer mehr zu. Und wie gesagt, während man in der ersten Ära noch dabei ist, oh ja, komm, gib mir die ganze Pestkranke, die kann ich schön verpuzzeln, die kann ich schön, ach, die heilig, easy peasy, das läuft. Klar, ich baue mir durch meine Städte natürlich halt auch die kleine Engine auf, dass ich halt bei der Production besser werde. Im Idealfall habe ich auch ein paar ganz gute Forschungskarten, die mir helfen. Aber es wird nicht einfacher. Was auch noch sehr, sehr cool ist bei den Ära-Karten, die aufgedeckt werden, die haben immer einen Effekt am Ende der jeweiligen Ära. Zum Beispiel hier haben wir halt Gain 1 Victory Point for each Pestkranken, den ich noch in meiner Quarantäne habe. Ist ganz schön. Oder den ich drüber hinaus vielleicht auch habe. Dann verstopft der was, aber ich kriege Siegpunkte. Auch ganz nett. Aber vielleicht will ich die heilen. Aber wenn ich die heile, habe ich sie nicht mehr auf meinem Tableau für die Siegpunkte am Ende der Ära. Wie mache ich das? Und auf jeder Ära-Karte ist auch ein dauerhafter Rundeneffekt, der zum Beispiel hier sagt, Logging Camp Repair, when you build in a location mit Holz, dann gehe ich direkt auf der Einflussleichteste hoch. Also das bestimmt auch immer so ein bisschen, wie ich die Runde an sich selber angehe, weil ich sage, okay, eigentlich macht diese Runde Sinn, doch auf Holz zu bauen, vielleicht lieber Holz als Stein diese Runde, denn ich kriege dann Einfluss, weil die Karte mir das vorgibt. Gibt es verschiedene Sachen. Oder wenn hier haben wir den Rural Lord, keine Ahnung, was Rural heißt, ihr werdet es wissen. When you build in a village location, okay, ich möchte also nur in einer Location bauen. So, oder hier ein Siegpunkt für jedes Brot, was ich habe. Also auch da wieder die Sache. Will ich jetzt wirklich durch die Lande reisen und Pestkranke einsammeln, wo ich Brot für brauche? Oder sage ich, naja, das setze ich vielleicht mal lieber in die nächste Runde, denn ich bekomme am Ende der Runde für jedes Brot, was ich habe, ja auch einen Siegpunkt. Ha! Ganz, ganz, ganz spannend und interessant. Verschiedenste Wege. Bisschen Puzzeln auf dem Board, wie setze ich meine Leute in welche Aktionsfelder rein, welche Gebäude baue ich, gehe ich darauf, mein eigenes Tableau zu bauen, gehe ich darauf, dass ich versuche, die Hauptstadt wieder aufzubauen, was mir wiederum Einflusspunkte da drin gibt. Ich habe es ja gesagt, wir setzen dann unsere Leute rein, wenn wir eine Hauptstadt bauen oder halt entsprechend uns da, die können wir aber auch so einfach hin assignen, wenn wir da eine Hauptstadt bauen, kriegen wir nochmal Bonusplättchen, die aber auch in einer begrenzten Zahl da sind. Assignen wir Leute in die Hauptstadt, sind wir halt um eine, im Rennen um die Capital City Wertung, gibt es den ersten, zweiten, dritten Platz und der erste Platz hat durchaus auch schon echt richtig gute Boni und Incentives, wenn ich da reingehe. Also auch das lohnt sich. Aber, und das ist auch nicht ohne, setze ich Leute in die Hauptstadt, in den Rat rein und es wird gewertet, dann sind die aber am Ende der Runde weg. Die verlassen dann den Rat, die sterben weg, die heiraten oder werden, weiß ich nicht, Bade in Badehaus. Die sind dann auf jeden Fall weg und stehen mir nicht mehr zur Verfügung. Auch da muss ich wieder abwägen, denn eigentlich, wenn ich sie hier drauf stehen lasse, dann generieren sie am Ende des Spiels Siegpunkte. Das heißt, es kann ein Unterschied sein zwischen 0 Siegpunkte, wenn ich gar keine drauf habe, bis hin zu 23 Siegpunkten. Und wir lagen am Ende des Spiels so in einer Range zwischen 55 und 70 Siegpunkten. Und da sind also 10 Siegpunkte durchaus schon ein großer Unterschied. Also auch etwas, was ich ganz, ganz genau abwägen muss. Das in der Kombination mit diesem Thema
Die Pest, ein wirklich, wirklich fantastischen Layout. Und also ich finde die Grafiken und die Optik und die Stimmung, die das Spiel rüberbringt, wirklich, wirklich gut. Die Tischpräsenz ist enorm. Man ist in den ersten Runden tatsächlich wirklich noch so ein bisschen lost und denkt sich, oh Gott, diese riesige Karte, wie stelle ich jetzt was am besten wie an? Das war schon so ein bisschen brainy und weil man weiß noch gar nicht, mache ich jetzt ja das oder dies oder jenes, baue ich Städte. Aber man wird da so reingesungen und dann merkt man plötzlich, was da alles hintersteckt, wie viele Möglichkeiten es gibt. Gehe ich jetzt da drauf, gehe ich da drauf. Und ich finde es ganz schön, man hat ja auch einen schönen Grad an Interaktion. Man hat keine klassische Take-That-Mechanik hier drin, dass man dem anderen wirklich irgendwie in die Suppe spuckt und was klaut oder wehtut. Das gar nicht. Aber wir haben mehrere kleine Racing-Elemente. Denn die Gebäude, die ich jetzt in der Stadt in der Mitte hier bauen kann, diese hier, sind die gebaut, dann sind die gebaut, dann sind die auch weg. Die kann man nur einmal bauen und davon gibt es 2, 4, 5 an der Zahl. So, und die geben uns auch Boni in Form von Siegpunkten und aber auch Bürgern, die wir dann direkt auf unserem Tableau auf die geheilten Städte oder Position setzen können. Auch recht stark, aber wie gesagt, sind die weg, dann sind sie weg. Die Position selber in den Städten, in den Dörfern, ich darf nur 2 bauen, ich darf maximal 3 bauen, je nach Dorf. Es gibt Dörfer, wo ich nur 1 bauen darf. Auch das, ich möchte vielleicht mein Tableau ja leer bauen, um meine Produktion besser zu machen. Mache ich das nicht, versuche ich eher mit meinem Pestdoktor durch die Lande zu reisen und zu heilen. Irgendwann wird die Map immer voller. Viele Entscheidungen, viele spannende Elemente, die sich hier auch zusammensetzen. Wir haben an der Seite bei diesen Ära-Karten, ich habe es ja gerade gesagt, wo wir beim Einfluss dann auch noch hochgehen, haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, dass wir Siegpunkte und Einfluss generieren. Also es gibt so viele kleine verschachtelte Dinge, wo ich drauf achten muss, ohne aber, dass es zu kompliziert ist. Wenn man die Regeln erstmal am Anfang hört und liest, denkt man, puh, das ist viel. Aber das Spiel schafft es auf einer wirklich charmanten und wirklich sehr, sehr eleganten Art und Weise, dass man eigentlich nach einer Runde oder nach 2 Runden drin ist. Die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, so ist das halt immer, da braucht schon eine Partie für, aber man ist da eigentlich sehr schnell drin. Ich würde es tatsächlich trotz der erschlagenen Größe irgendwo im mittleren Kennerniveau sehen, weil es ist eigentlich gar nicht so schwierig von den ganzen Aktionen her. Man hat nur viele Möglichkeiten, die man halt vielleicht immer so ein bisschen versuchen muss, aneinander zu reihen, zu kombinieren, zu überlegen, was ist in welcher Kombination anhand der Situation gerade das Beste. Aber das funktioniert. Das hat ein cooles Thema, es sieht toll aus, es spielt sich cool, es hat vor allen Dingen halt einen schönen Grad an Interaktion. Ich mag es, wenn Spiele überhaupt Interaktion haben und nicht zu interaktionsarm sind. Das passiert hier, weil wir wirklich immer wieder im Rennen um die Heilung sind, im Rennen um die Positionen. Und das macht es, finde ich, einfach sehr, sehr gut. Auch nachher, dass wir sehen, wenn die ganzen Pestkranken auf den Landen verteilt sind. Auch da kann es durchaus sein, die kommen ja nur immer einmal pro Runde. Dass ich halt sage, okay, ich brauche die jetzt für mein Tableau. Gerade zum Ende hin, wenn ich sage, ich möchte versuchen, hier meine Gehalteleiste oben hochzubekommen, weil die ordentlich meine Siegpunkte pushen und die anderen Spieler aber auch versuchen zu heilen. Und dann schnappen sie mir die weg, weil sie da vorher durchziehen und die wegnehmen. Ist nicht ohne. Hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ein paar Einstiegsschwierigkeiten gehabt, weil die Regeln auch noch nicht final sind. Auch hier nochmal der Hinweis, es ist ein Prototyp. Hier ist auch alles noch nicht final. Dafür ist es schon ein Prototyp, der wirklich in einer fantastischen Aufmachung sich hier schon daher präsentiert. Also wirklich, wirklich gut. Der Kickstarter startet Ende November, 27. oder 29. glaube ich, oder 22. Schaut mal, unten verlinke ich schon mal die Forscherseite. Da könnt ihr auch gerne ein Follow dalassen. Ich finde es richtig gut. Ich hoffe, es kommt dieses Wochenende hoffentlich nochmal auf den Tisch und werde euch dann auch im nächsten Hand am Brett mit Sicherheit noch ein bisschen mehr erzählen, wieso die Eindrücke waren. Aber der erste Eindruck war sehr, sehr positiv. Geiles Thema, coole Mechanismen und ja, das soll es gewesen sein, mein Ersteindruck vom Pest. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, setzt die unten in die Kommentare. Ich versuche die euch zu beantworten, soweit ich es kann. Vielleicht liest der Designer auch mit. Ich gebe ihm ja den Link mal rüber und der kann dann auch antworten. Ansonsten würde ich sagen, im Gegensatz zu dem Spiel, bleibt ihr bitte gesund, holt euch nicht irgendeine Art von Pest. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut, bis bald, danke und tschüss.